Hallo! Ich grüße euch aus dem Wald. Mitten aus dem Wald. Bin mal wieder hier hochgeradelt. Spontan. Wie ich einfach liebe, alles irgendwie spontan zu machen. Genauso wie dieses Zoom-Meeting heute um 13 Uhr. Ihr seht, ich bin immer noch heiser, weil es doch relativ lange gegangen ist, weil es mir am Herzen liegt. Ich habe ein absolut tolles Gespräch gehabt. Jeder, die dabei war, hat ein gratis Coaching bekommen, hat sich es auch verdient. Auf jeden Fall, weil sie spontan zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei den Damen, die da waren und die so offen und ehrlich gesprochen haben. Und ich wollte euch mal die Erkenntnisse noch mitgeben, weil jede Frau denkt, also es waren jetzt nur Frauen, jede Frau denkt, sie ist ganz alleine mit ihrem Problem und ihr einziges Problem ist absolut einzigartig. Und genau das ist es nicht. Was immer dich bewegt, was immer dich einsperrt, was immer dich im Mangel hält, was immer dich im Fokus darauf hält, dass die Dinge, die du dir wünschst oder das, was du dir gerade wünschst, nicht da ist, ist nur eine Frage der Perspektive. Und du bist nicht schuld. Du hast keine Schuld für deine Perspektiven. Du hast deine Perspektiven übernommen aus unserem System. Du bist so erzogen worden, dass du nach gewissen Regeln zu funktionieren hast. Dass du wertvoll bist, wenn du gewisse Bedingungen, hallo zusammen, erfüllt. So bist du erzogen worden. Ja, Michael, gerade als Mann ist man noch viel, viel mehr in diesem System erzogen worden, wie man zu funktionieren hat, wie man zu sein hat, damit man gut und richtig ist. Und das ist eine Volkskrankheit. Diese Überzeugung, nicht gut genug zu sein, auf egal welcher Ebene, diese Überzeugung, Fehler gemacht zu haben und dafür bestraft zu werden. Das ist eine sowas von unterdrückende Lüge, die unser System so mit Bravour aufrechterhält, an allen Ecken und Enden. Wenn du nicht die Regeln so erfüllst, wenn du die Ansprüche nicht so erfüllst, wie sie das System stellt, dann ist irgendwas nicht gut an dir und du musst etwas verändern. Und die Nachricht auch jetzt aus dem spontanen Zoom-Coaching ist, an dir ist nichts falsch. An dir war niemals was falsch. Am System ist alles falsch. Nichts, was einengt, nichts, was Mangel postuliert, nichts, was Ablehnung postuliert, nichts, was irgendetwas Negatives postuliert für dich und für andere, ist wahr. Nichts von dem, was dir irgendwo auf irgendeine Art und Weise sagt, dass du noch irgendeine Bedingung, noch irgendeine Anforderung erfüllen musst, dass du das haben darfst, was du möchtest und wofür du hier bist auf dieser Welt, nichts von dem ist wahr. Und ich wünsche mir, dass jeder Mensch sich ermächtigt zu entscheiden, dass er ein großartiges, göttliches, perfektes Wesen ist und dass alles Unperfekte nur Perspektiven, Denkmuster und Überzeugungen sind. Bitte schreib dir das auf. Alles, was dich von deiner liebenden Perfektion, von deinem perfekten Sein, sei es in Gesundheit oder sei es in finanzieller Fülle trennt, sind Überzeugungen. Und du bist ermächtigt, deine Überzeugungen zu wählen. Und zwar entsprechend der perfekten göttlichen Wahrheit. Und das ist mir so wichtig, weil es scheint mir immer wieder, die Menschen machen sich kaputt, gehen in Burnouts, in Depressionen, in tiefe, tiefe Dunkelheiten,
nur allein aus einem einzigen Grund, weil sie glauben, sie sind dazu verdammt. Ja, dieses Wort verdammt, Verdammung. Stell dir das mal vor, dass das heißt, dieses Wort ist so kräftig. Verdammt nochmal, du bist verdammt zu etwas Schlechtem. Das würde bedeuten, es gibt Verdammnis. Aber ich sag's dir, es gibt keine Verdammnis, außer in unseren Gedanken, in unseren Vorstellungen, in unseren Perspektiven. Da ist die einzige Verdammnis begraben. Keiner von uns ist verdammt. Verdammt zu Krankheit, verdammt zu Leiden, verdammt zu Schlechtem, verdammt zu Einschränkung, verdammt zu Lieblosigkeit. Verdammnis gibt es nicht. Es ist ein künstliches Konstrukt, um die Menschen klein zu halten. Ein künstliches Konstrukt aus der Überzeugung heraus, dass Materie mit Materie kontrolliert und manipuliert werden muss. Es tut mir jedes Mal so leid, wenn ich höre, dass Menschen glauben, sie können sich nicht befreien. Sie können sich nicht befreien von den Meinungen anderer, von den Ansichten anderer, von den Erwartungen anderer. Aber du bist ja eigentlich schon frei. Dieses Gefängnis hast du selbst gewählt, weil du glaubtest, es ist richtig und sicher. Aber jetzt möchte ich jeden Menschen aufrufen, aus diesem selbstgewählten Gefängnis auszutreten. Und wenn du krank bist, dann spiegelt dir dein Körper nur dein Gefängnis wieder, das du dir selbst gebaut hast. Und du kannst die Mauer niederreißen, aber du musst dich dafür entscheiden. Und dafür entscheiden kannst du dich, wenn du weißt, dass du ein absolut perfektes, göttliches Wesen bist, wenn du diese ganzen Vorstellungen, Perspektiven, Ansichten und Bedingungen einfach mal da niederreißt und dir nur die eine Frage stellst. Wenn alles schon so wäre, wie ich es mir wünsche, wer wäre ich dann? Und dieses Bild von dir ist deine Wahrheit. Das ist dein göttliches Erfülltsein in Fülle, in Gesundheit. Und das ist das wahre Bild von dir. Alles andere ist ein Schreckensmonster, das du dir selbst gezeichnet hast oder das du dir von anderen zeichnen hast lassen. Aber dieses Schreckensmonster bist nicht du. Und in dem Moment, wo du das verstehst, werden sich Türen öffnen. In dem Moment, wo du bereit bist, deine Perspektiven zu ändern. Ich mache ein Beispiel, weil es ist so eindrücklich. Ich sage mal nur eine Frau, die hat sich ins Burnout geritten. Die andere Frau ist eine andere Frau, aber ist eigentlich die gleiche Frau. Die ist depressiv geworden und hat Panikattacken. Du meinst, es sind zwei verschiedene Frauen, aber es sind die gleichen Frauen. Und es sind die gleichen Frauen, weil sie von der gleichen Quelle konditioniert worden sind. Und zwar von unserer Gesellschaft und von unserem System. Und die Konditionierung heißt, wenn du nicht alle Bedingungen erfüllst, die dir gestellt werden, dann bist du nicht gut genug. Und beide Frauen haben immer versucht, gut genug zu sein, weil jeder will ja gut genug sein. Aber es ist eine vergebliche Liebesmühe, weil du wirst nie gut genug sein, solange du nicht anfängst, dich selbst zu beurteilen. Solange du ein Urteilsmacher da draußen siehst, das dich beurteilen darf, solange du es so anerkennst, wirst du nicht gut genug sein. Und dann drehst du dich im Kreis, weil im Außen
wirst du immer als nicht gut genug beurteilt werden, bis zu dem Moment, in dem du erkennst, dass du bedingungslos einfach immer gut genug bist, immer gut genug warst und immer gut genug sein wirst. Und wenn das deine natürliche Lebensperspektive ist, dann werden sich die Dinge im Außen auch ändern. Aber du machst dein Urteil. Es gibt kein Gericht. Es gibt kein Gericht im Außen, keine Richter im Außen, die ein Anrecht haben, dich zu beurteilen. Und dann trittst du in deine Power, in deine Kraft. Und diese zwei Frauen, wisst ihr was? Die haben sich das Leben so eingerichtet, wie sie sich das wünschen. Sie wollten unabhängig sein von dem System. Und den einzigen Weg, den sie gesehen haben, ist, krank zu werden. Und so kommt es oftmals zu Krankheit, weil wir nicht erkennen und uns erlauben und zugestehen, dass wir auf andere Wege aus diesem System aussteigen können, unser eigenes System aufbauen können aus Liebe und kompletter Fülle. Und das ist sozusagen ein Parallelsystem, in dem schon viele Menschen leben, das ganz, ganz fest ruft, weil das andere System ist eine verdammte Lügengeschichte, eine Burg aufgebaut aus Lügen für Manipulation und Kontrolle. Und ich möchte, dass so viele Menschen das erkennen und für sich den Ausstieg wählen, und zwar komplett aus dem System. Nicht einfach sich nur ausklinken in den Krankenstand oder in irgendeinen Stand, wo sie zumindest mit dem System nichts mehr zu tun haben, sondern wo sie das System mitkreieren, und zwar das neue System, die neue Gesellschaft, das neue Leben, das neue, völlige Leben. Das ist nicht das Neue, ist auch falsch, das wahre Leben zu leben, das wahre Leben. Und das ist nicht in unserem System, es ist nicht in dieser Gesellschaft, wie sie jetzt ist. Es ist in einem anderen Dimension. Da gelten andere Vorstellungen und es ist absolut bedingungsfrei. Und da kann jeder jeden Moment einsteigen und da gibt es Heilung, da gibt es Fülle, da gibt es Freude, da gibt es Liebe. Und du kannst dort auch hinkommen. Es ist nur eine Entscheidung von dir entfernt. Und alle die, die jetzt einfach keinen Weg sehen, sich zu erfüllen auf eine andere Art und Weise, als das System vorsieht, die brauchen jemanden, der ihnen die anderen Perspektiven aufzeigt, die sie nicht sehen können, noch nicht sehen können. Du kommst fast nicht dahin mit deinen Gedanken, wenn du so im Alten und im Bekannten gefangen bist. Und es ist verdammte Arbeit, sich zu öffnen und aus dem Unbekannten zu schöpfen, die wahren Energien für sich wirken und arbeiten zu lassen. Aber es geht. Und viele haben es schon bewiesen und viele haben es schon gezeigt. Und das ist die Zusammenfassung von diesem Zoom-Call, wo es auch wieder darum geht, was kann ich denn, was ist denn möglich? Alles ist möglich. Nur du musst dich entscheiden. Und es ist nicht schlimm, wenn man sich helfen lässt. Aber Leute, wir sind hier in dieser Gruppe und ich glaube nicht, dass das System dich aussteigen lässt. Dass du im System eine Hilfe findest, die dir ein wunderbares Leben außerhalb von dem System in Freiheit, in Liebe und in Fülle ermöglicht. Das geht doch nicht. Und aus diesem Grund ist es so, so wichtig, dass du auf dein Herz hörst, da entscheidest, was brauche ich für eine Hilfe, für eine Unterstützung und wo wird mir gezeigt, dass ich dahin kann, wo ich schon lange mir wünsche, zu sein und hinzugehen. Und weil ich mir wünsche, dort zu sein und hinzugehen, existiert es ja schon. Es ist schon da. Sonst könntest du dir es nicht vorstellen, sonst könntest du dir es nicht wünschen. Aber du bist halt noch nicht da. Und du brauchst jemanden und etwas, was dir hilft, dorthin zu kommen. Und ich mache nochmal wirklich Werbung für Divine Healing, für die Ausbildung zum Master of Divine Healing. Weil dir das da offenbart wird. Du wirst es selber sehen, wie das Leben wirklich ist.
und wie es für dich spielen möchte, wenn du es zulässt. Und egal in welches Coaching, ich würde dir immer empfehlen, mach eine Energiearbeit für dich, die Energie und Bewusstsein, aber bewusstes Sein, bewussten Verstand, Denken und Perspektive mit einnimmt, so dass du verstehst, um was es geht und warum du die Dinge tust, die du tust. Weil nur dann wirst du dabei bleiben, nur dann wirst du nicht wieder aussteigen und in das Alte zurückschwingen. Es ist so, so wichtig, dass du auf dem Weg bleibst. Und ich würde mir so fest wünschen, dass du auch noch reinspringst in unsere Ausbildung am Montag. Es sind wunderbare Frauen angemeldet. Und es ist immer die richtige Kompanie, also die richtige Gemeinschaft, die sich bildet. Und was eben auch noch ist, du bist eingebunden in ein System. Du kriegst einen Kickstart von 6 Tagen im Master of Divine Healing. Da geht's los. Vorwärts, 6 Tage Vollgas. Und danach bist du aber nicht alleine, wenn du das nicht möchtest. Aber es ist, wir haben ein Inner Circle, wir haben eine Community. Aber es ist wichtig, dass du dort dich dann vernetzt. Und dass du die Möglichkeiten nützt, die wir dir bieten. Dass du für dich da bist. Und dass du dich unterstützt, deinen Traum weiter zu leben. Es geht immer nur um dich. Wenn du nicht für dich da bist und wenn du dich nicht unterstützt, dann wird es kein anderer tun. Wir in unserem Coaching, wir unterstützen dich und wir sind an deiner Seite, aber es kommt immer noch auf dich drauf an, wo du bist, ob du da bist, ob du offen bist, ob du dich offen legst und ob du offen bist für Transformation. Und wenn du das bist und das Alte loslassen kannst, dann wird das Neue zu dir kommen. 100%. Und du machst den ersten Schritt. Du musst dorthin gehen, wo du sein möchtest, ohne dass das Außen irgendeinen Anschein macht, dass du auf dem richtigen Weg bist. Also, wenn du noch Fragen hast, ich bin hier, um dir zu helfen, diese Transformation zu machen, weil ich weiß, dass es möglich ist und weil ich weiß, was du jetzt hier im Außen siehst und erlebst, keinen Bestand hat, dir dein Leben nicht vorgibt und dir nicht sagen kann, was du zu tun, zu denken und zu fühlen hast, sondern dass es nur du alleine bist, der entscheidet oder die entscheidet, was für dich richtig ist. Aber das geht nur, wenn du dastehst und sagst, ich jetzt. Ich hole mir alles, was für mich hier möglich ist. Und es ist so viel mehr für dich hier möglich, als dass du dir nur vorstellen kannst. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Morgen Divine Healing starten wir. 19 Uhr, Vollgas. Aber bitte nur, wenn du committed bist. Aber bitte nur, wenn du weitergehst nach den 6 Tagen. Aber bitte nur, wenn du dieses Geschenk zu schätzen weißt, das dir den Weg zeigt. Aber bitte nur, wenn du wirklich bis zum Ende durchgehen willst. Aber bitte nur, wenn du für dich da sein willst. Aber bitte melde dich nur, wenn es für dich keinen Kompromiss mehr gibt, sich schlecht zu fühlen, krank zu fühlen, minderwertig zu fühlen, nicht gut genug zu fühlen, schuldig zu fühlen, ängstlich zu fühlen. Wenn das für dich jetzt einfach fertig ist, dann melde dich. Aber wenn du weitermachen willst und rumeiern willst, dann ist es noch nicht für dich an der Zeit. Aber bitte arbeite darauf hinzu, dass deine Zeit, die wartet auf dich. Die ist schon lange gekommen, deine Zeit, aber du bist halt noch nicht da. In diesem Sinne, du entscheidest immer. Tschüss!